Ja, herzlich willkommen in der Hemingway Lounge zu unserer neuen Konzertreihe Lehes Jazz Corner. Dabei habe ich mir gedacht, dass ich immer neue Themen habe, neue Bands, neue Besetzungen, irgendwie ein spezielles Thema im Jazz, das wir auf irgendeine Art und Weise beleuchten. Und diese Reihe sollte eigentlich letztes Jahr schon starten, natürlich in live, das tut es jetzt heute hier im Internet. Und ich habe eine fantastische Band mit dabei, aus Saarbrücken, Oliver Strauch am Schlagzeug. Ja. Mini Schulz, altbewährter Recke an meiner Seite am Kontrabass. Und noch altbewährter und der Musiker, der wie kaum ein anderer all meine Stücke seit 25 Jahren hoch und runter spielen muss, Ulmöck am Klavier. Ja, und die erste Folge, Episode dieser Konzertreihe ist für mich was Besonderes, weil ich spiele das in diesem kleinen eingeschrumpften Saxophon, ein Altsaxophon, und das Programm heißt The Alto Side of Life. Hintergrund ist der, dass in der Jazzgeschichte die großen Saxophonisten in den meisten Fällen entweder Tenorsaxophon als Hauptinstrument hatten oder Altsaxophon. Das sind auch sehr unterschiedliche Instrumente, unterschiedliche Typen, unterschiedliche Musik. Und eigentlich spiele ich das Altsaxophon auch sehr gerne und spiele es quasi nie in Bandbesetzung. Und das wollte ich heute mal ändern. Und ja, werden verschiedene Sachen aus der Jazzgeschichte spielen, ein paar eigene Sachen in meinem Altsaxophon-Sound. Ich denke, das ist zumindest für mich mal spannend. Und wir starten mit einem Stück von Herbie Hancock, Dolphin Dance. Viel Vergnügen. 1, 2, 1, 2, 3.
Dolphin Dance, Herbie Hancock. Ja. Schön. Gut, wir machen weiter mit einem Stück, eine wunderschöne Nummer von Jimmy Van Heusen. Ich finde, einer der größten Melodiker der Jazzgeschichte. Hier ist es Rainy Day und es gibt einen oder gab einen Altsaxophonisten, den habe ich lange Jahre gar nicht so richtig gemocht, weil ich es nicht richtig verstanden habe. Der klang sehr leise und luftig und hell, manchmal wie eine Klarinette und hat gar nicht so schnell und so super virtuos gespielt. Und dann habe ich das Jahre später erst entdeckt, was für ein großartiger Musiker das war. Paul Desmond, der berühmte Mann, der das Take 5 Solo gespielt hat und auch das Stück komponiert hat. Wobei die Harmonien sind, glaube ich, von David Brubeck in jedem Teil. Ich glaube, David Brubeck hat nur die Reihenfolge von den Teilen geändert. Ja. Ursprünglich waren die vertauscht bei Paul Desmond. Oh, okay. Dave hat sie vertauscht. Professor Möck. Was könnte man wissen? Ja, gut. Ein der schönsten Stücke, die Paul Desmond immer wieder gespielt hat, eines der schönsten Stücke ist tatsächlich Here's a Rainy Day. Und das tun wir jetzt gleich. Spielen. Thank you.
gehen wir mal weiter in der Jazzgeschichte. Also es ist natürlich nicht historisch, was wir jetzt machen im Ablauf. Einfach Musiker, die mir eingefallen sind für dieses Programm. Kenball Adderley, fantastischer Musiker. Wie ging es denn euch, oder wie geht es euch so mit der Platte, mit der berühmten Kind of Blue? Da ist ja der Miles, der unfassbar gut spielt. Und dann ist der Coltrane, der noch unfassbarer, toller spielt. Und der richtige Star ist eigentlich doch irgendwie auch der Adderley, oder? Und Bill Evans. Bill Evans, auch ein Satz. Also ich finde ja, eigentlich die Outtakes das Beste. Ja, okay. Das ist das Allerschönste. Also ich finde, wenn der Kenball spielt, geht die Sonne auf. Irgendwie aus dieser Schwere, dieses Existenzialistische. Und dann kommt, ich habe Existenzialismus richtig gesagt vor der Kamera. Oh, und dann kommt, aber wenn Kenball kommt, das ist so warm, so sonnig irgendwie. Wunderbar. Ja, das ist auch das Besondere, finde ich, dass eben, wie du auch sagst, und jeder spielt ja komplett anders, auch vom Konzept fast. Und jeder hat eine andere Stimmung. Das finde ich das Tolle an der Kante. Jeder Solist hat einen eigenen. Naja, bei einem First Take ist doch der Grund. Jeder sieht es zum ersten Mal und jeder dann mit seinen Mitteln. Da ist nichts kopiert, kein Copy-Paste liegt drin. Ja. Na gut, ich habe ein neues Stück geschrieben, das heißt Move. Und das spielen wir so ein bisschen Soul Jazz, Groovy-mäßig, wie Adderley dann ja später wunderbare Platten gemacht hat. Und das versuchen wir jetzt auch zu machen. Move. You got tempo. Yeah. Thank you.
Ja, das nächste Stück heißt Lonely Street und ist von einem wunderbaren Musiker geschrieben worden, der die Jazzwelt auch sehr stark beeinflusst hat, einfach dadurch, dass ich glaube, jeder, der irgendwie Jazz jemals gelernt und gespielt hat, ist an dem nicht vorbeigekommen. Sammy Nestico, der ist gerade vor wenigen Wochen gestorben. Ein ganz großer Arrangeur, Komponist, und wir haben ein Stück dabei von ihm, dieses Lonely Street, eine unglaublich schöne, entspannte, süße Melodie, Lonely Street. Wow.
jetzt machen wir natürlich weiter mit dem Gott des Altsaxophons, Charlie Parker, der Erfinder des Modern Jazz, des Bebop. Der klingt auch 70 Jahre später immer noch frisch und ich finde, der hat es unfassbar gut gespielt. Wie empfindet ihr das als Nicht-Saxophonisten? Sage ich da was Falsches? Nö, aber es ist immer noch das Inspirierendste, was einem passieren kann. Wenn man tatsächlich nicht nur 70, sondern 80 Jahre. 80 Jahre, das ist recht. 21, 80 Jahre zurückgeht. Na gut, kommt, lass uns mal ein bisschen spielen. Cherokee von Ray Noble. Thank you.
Den nächsten Titel sage ich nicht an, aber ich bin ganz sicher auch, Sie werden ihn kennen. Und vor allem, Charlie Parker hat ihn auch gespielt. Man mag es nicht glauben. Viel Vergnügen. Charlie Bird Parker ging er weiter zu Lonely Bird on Lonely Planet. Neues Stück aus meiner Feder. Thank you.
So, jetzt machen wir ein Stück eines moderneren Altsaxophonisten, Kenny Garrett. Der klingt manchmal ein bisschen eigentlich wie ein Tenorspieler, finde ich, oder? Ja, stimmt. Warum spielt er kein Tenor? Da gibt es so viele, die das gut können. Na egal, jedenfalls, Kenny Garrett ist ein toller Altsaxophonist und einer seiner Hits, quasi ein Jazz-Hit, Sing a Song of Song. Thank you.
So, unser vorletztes Stück heißt Stolen Moments, geschrieben hat es ein Tenorsaxophonist Oliver Nelson. Aber mir hat immer eine besonders schöne Aufnahme von Phil Woods sehr gut gefallen. Großer Altsaxophonist in der Linie von Charlie Parker. Und vor allem auch berühmt von einem großartigen Pop-Solo, das er bei Billy Joel gespielt hat. Just the Way You Are. Phil Woods. Das ist das Phil Woods. Was soll denn das dann so spielen können? Klaus Graf. Stimmt, davon auch nicht. Okay. Gut, das war ein bisschen Mitarbeiter. Kollegen loben. Oh. Nee, wirklich, Altsaxophon hier in Süddeutschland, Klaus Graf, kann man schon sagen. Ja, absolut. Ja, schon, finde ich schon. Okay.
Piano, Mr. Willy Schulz on Bass, aus Saarbrücken den weitesten Weg hierher in die Hemingway Lounge. Oliver Strauch on Drums. Wir kommen zum letzten Stück. Das ist eine Nummer eines Trompeters ausnahmsweise, Straßburg Saint-Denis. Und das habe ich ausgewählt, weil es eine tolle Version gibt einer großartigen Altsaxophonistin, die sehr viel erfolgreicher ist als alle Jazz-Altsaxophonisten, die es überhaupt gibt. Candy Dalfa hat viele tolle Smooth-Jazz-Altsaxophon-Soli gespielt. Und damit wollen wir Tschüss sagen und hoffen, dass wir uns bald auch wieder in echt sehen können. Vielen Dank!
Hat es Ihnen gefallen? Ich hoffe sehr, denn wir wollen wieder zu Ihnen kommen. Jeden Freitag, wie gesagt, Sweet Home Lounge, Februar und März, freitags 20 Uhr. Und herzlichen Dank übrigens auch für Ihre Freundschaft und vielleicht eine kleine Spende, denn wir zahlen natürlich unsere Künstler wie üblich. Also, auf gute Freundschaft, dauerhafte Freundschaft und vielleicht hier bei uns wieder in der Lounge. Bis bald.